Nächster Redner ist der Abgeordnete Michel Remann. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Ja, nachdem das die letzte Budgetsitzung dieser Koalition ist, lässt sich es ja ein bisschen zum Bilanzziehen nutzen, gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Als wir das übernommen haben, habe ich einen besonderen Ehrgeiz gehabt. Es gibt ja als Vergleichszahl für die Entwicklungszusammenarbeit, wenn man die auf eine Zahl runterziehen möchte, die Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das UNO-Ziel bei 0,7, das der Kollege Matznetter gerade angesprochen hat. Als wir Grüne in die Koalition eingestiegen sind, lag das bei 0,24%. Ich habe den Ehrgeiz gehabt, dass wir einmal auf die Hälfte dieses Ziels kommen, als ersten Zwischenschritt in einer langfristigen Entwicklung. Und tatsächlich, die 0,35 haben wir übertroffen, wurde diesen Sommer bestätigt und waren auf 0,39. Das ist doch einmal ein schöner Erfolg, wenn wir in 2 Jahren ein Ziel geschafft haben, das davor noch nicht erreicht wurde. Toll finde ich auch daran, wenn es jetzt quasi an der Kritik gibt, dass so viel Geld dann nach Afrika oder sonst was geschickt wird. 2 Zahlen zum Vergleich. Aus dem, was wir da gemacht haben, sind 100 Millionen Euro für Studenten, Studierende in Österreich ausgegeben. Wenn jetzt vorgeschlagen wird, dass man doch Geld in die Bildung stecken sollte und nicht so viel in den Süden schicken sollte, kann ich nur sagen, das machen wir. Wir holen Studierende nach Österreich, die hier qualifiziert werden und geben hier im Land, in der österreichischen Wirtschaft, 100 Millionen Euro aus. Das ist ein tolles ausgegebenes Geld in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir erfüllen schon längst das, was die anderen überhaupt erst ausdenken. Zur Sudan-Entschuldung möchte ich auch was sagen. Stimmt, die ist in diesem Einmaleffekt drin und das ist richtig so. Die Schulden, die der Sudan bei uns hat, schleppen wir seit den 70er Jahren, seit 50 Jahren, da hat die Kreisky-Regierung das Geld dorthin gegeben. Das ist uneinbringbar. Es wird tatsächlich Zeit, das endlich abzuschreiben, damit der Sudan tatsächlich wieder neue Geschäfte machen kann. Das ist ein wichtiger Schritt und ich hoffe tatsächlich, er wird nicht blockiert. Diese Riesenbeträge sind aber vielleicht gar nicht das Entscheidende. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war jetzt vor einigen Monaten in Uganda, habe mir dort Projekte angeschaut, unter anderem ein Projekt, das das österreichische Sozialgesundheitsministerium finanziert, war dort bei einem Krankenhaus an der Grenze zum Kongo. Dort sind 2 Solarpaneele auf einem Krankenhaus montiert worden. Ein relativ kleiner Betrag. Die Ärzte und Ärztinnen dort haben was Interessantes oder was Berührendes gesagt. Die haben gesagt, wenn jetzt eine Entbindung, eine Notfallentbindung in der Nacht stattfindet, müssen wir nicht mehr bei Kerzenlicht arbeiten. Wir verlieren keine Kinder mehr. Wegen 2 Solarpanelen. Mit so wenig Geld kann man helfen. Und es ist gut, dass wir das machen. Wir haben, und das ist mir der wichtigste Schritt in dieser Koalition, den Auslandskatastrophenfonds angehoben. Den haben wir übernommen mit 15 Millionen Euro. Wir haben ihn jedes einzelne Jahr in dieser Koalition angehoben auf 80 Millionen derzeit. 80 Millionen fast jede Woche gibt diese Koalition 1, 2, 3 Millionen frei für einzelne Notfallprojekte, die direkt vor Ort schnell und wirksam helfen bei Erdbeben, bei Waldbränden, bei Kriegen. Ich habe in meiner Zeit als Oppositioneller oft Flüchtlingslager besucht, oft auch gesagt, da sollte Österreich helfen, da sollte Europa helfen oder sonst was. Das Gefühl, nicht dort zu sitzen und einen Ministerratsvortrag zu unterschreiben oder anzuschauen und dort werden 1 Million, 2 Millionen freigegeben und es wird tatsächlich geholfen in einem Flüchtlingslager, ist wahrscheinlich das schönste Gefühl, das ich in dieser Koalition überhaupt erlebt habe. Ein letztes Wort. Was kann Österreich tun, weil der Nahostkonflikt angesprochen wurde? Österreich kann und sollte, finde ich, eine besondere Rolle in den nächsten Jahren einnehmen. Uns wurde nach 1945 geholfen, als zerbombtes Land mit einem Marshallplan, eine der intelligentesten politischen Maßnahmen wahrscheinlich des 20. Jahrhunderts, dem Feind so viel Geld zum Aufbau zu geben, dass er nicht mehr in einen Krieg ziehen möchte, war eine großartige Maßnahme. Österreich wurde ein friedliches Land, das etwas zu verlieren hatte. Und das sollte man sich vielleicht für den Nahen Osten, für die Palästinenser überlegen. Vielleicht sollte Europa einen Marshallplan starten, damit die Palästinenser einen Grund haben, nicht mehr der Hamas oder einer Nachfolgeorganisation zu folgen. Das wäre mein Vorschlag für die Zukunft. Danke.